kommt noch ein Bomber. So, ich glaube, die so ziemlich nervigste Mini-Cannon wäre jetzt dann erstmal weg. Jetzt muss ich nur noch auf die da oben ein bisschen aufpassen. Ah ja, hier ist da auch unser Bomberfreund. Dich schieße ich gleich mal ein bisschen ab, bevor du irgendwie großartig Schaden machen kannst. Da opfere ich auch gerne Flak-Einheit dafür. Okay, und hier nochmal einen Kampfpanzer. Können es uns ja mittlerweile leisten. Und er zündet seine Co-Power. Doch mal kleinlich eine Super reinhauen. Der Raketenwerfer muss auf jeden Fall weg. Je eher, desto besser. Die Artillerie kann ich später auch noch wegmachen. Ich kann eh so viele Einheiten nachbauen, wie ich will, also habe ich eigentlich nicht großartig was zu verlieren. Ein Schlachtschiff hat der da oben auch noch stehen. Es wird ja immer schöner hier. An das Schlachtschiff komme ich nicht ran, bevor ich nicht das U-Boot zerstört habe. Und das U-Boot muss ich mit einem Kreuzer kaputt machen. Der Kreuzer wird danach von diesem Schlachtschiff so oder so kaputt geschossen. Es sei denn, ich komme direkt mit einem U-Boot hinterher. Das hat er sehr geschickt eingefädelt da oben. Ohne Riesenverluste kommt man da oben gar nicht durch. Es sei denn, man hat eine riesige Armee zur Verfügung. Naja. Wir brauchen mehr Medium Tanks.
So, wenn ich es mal weiß, hat der da unten auch irgendwo ein Schlachtschiff stehen. Das weiß ich nur nicht mehr so hundertprozentig genau. Da hinten stehen auf jeden Fall noch ein paar Panzer, was ich gerade gesehen habe. Ich stelle ihm mal einfach den APC in den Weg, damit er den kaputt schießt und nicht meinen Medium Tank. Ja, ich lasse die lieber noch auf 10 HP ausruhen. Und wie weit kommt der bis... Okay. Dann gibt es jetzt wieder einen Raketenwerfer. Oh, Neotank hat er auch noch. So, der APC hier muss als erstes weg. Weil der blockiert gerade den Weg von meinem Medium Tank zu seinem Medium Tank. Cannon ist auch weg, dann die AT wegmachen. Ja, okay. Die Fernwaffen können jetzt ab nach vorne. Das machen wir lieber mal noch nicht, der hat eh nichts in Reichweite. Brauchen wir mal wieder einen Jagdpanzer zur Abwechslung. Und wenn ich den dahin bewege, der steht in Reichweite der Kanonen dann. Okay. Dann machen wir es lieber so. Das war ein Schlachtschiff. Ah ja, Neotanks. Sie sind den Medium Tanks halt immer noch in allen Punkten überlegen. Aber man kann sie im Zweikampf wenigstens besser facen als jetzt noch mit einem Jagdpanzer einen Medium Tank. Mal schauen, ja, da steht das Schlachtschiff. Das hat jetzt nicht mehr gereicht. Ach komm, Sonja.
Dann halt so. Das Ablenkungsmanöver mit der besetzenden Infanterieeinheit, das klappt immer wieder. Wie viel Schaden macht denn das? Viel zu wenig. Ich muss aber auf jeden Fall da hinten ein bisschen durchpreschen. Je weniger Einheiten da stehen, desto besser. Schlachtschiff kann ich noch mal ein, zwei Runden ablenken. Aber ich sollte vielleicht mehr Infanterieeinheiten hier langsam nachrücken lassen. Zumindest zu langsam. Aber erstmal weghauen, was geht. Jetzt hat das auch wieder nicht gereicht. Ach, Sonja. Du und dein Pech, ihr kommt auch immer zu genau der richtigen Zeit, ne? Okay, wir brauchen mehr Infanterie. So, noch am besten mehr Infanterie an der Front. Damit ich dieses Schlachtschiff weiter ablenken kann. Dass er da jetzt wieder einen Ausfallschritt hat, ist irgendwie klar. Ach, da oben ist sogar noch ein Kopter. Oh, der hat da oben der hat sogar noch zwei Kopter. Ich habe keine Flak-Einheiten mehr jetzt. Na super. Aber wenigstens können wir den jetzt mal schön ausnutzen. Vor allem, um das Ding hier mal schön anzuschießen. War mir klar, dass das nichts bringt, aber gut. Ich muss jetzt hier eh nochmal so einen kleinen Schutzwall aufbauen.
damit der die Artillerie da unten nicht angreifen kann. Das Schlachtschiff wird höchstwahrscheinlich die Infanterie nochmal weiter anschießen. Okay. Zu berechenbar. Muss ich noch irgendwie was ranholen, was allerdings mit den zwei Koptern hier klarkommt. Momentan habe ich in der Richtung gar nichts da. Das Schlachtschiff müssen wir auf jeden Fall noch weiter verkrüppeln. Soweit wie es geht. 0,4 hätte es schon noch runterhauen können, Sonja. Okay, Flak und Flak. Der würde jetzt höchstwahrscheinlich meine Artillerie kaputt schießen. Wusste ich's doch. Eine Minigun weniger. Da ist er zumindest schon mal auf 4. Komm, schießen noch auf 3 runter, dann ist er schon lang nicht mehr so gefährlich. Jawohl. Mit nur noch 30% vom normalen Schaden macht das Ding fast nichts mehr. Infanterie ist auf dem Weg. So. Da kommt noch ein kleiner Seitenhieb.
Der ist komplett ohne Muni. So, ein Kopter weniger, um den ich mich sorgen muss. Nicht mal ein HP. Ah ja, das ist Sonja. Wenigstens ist das Schlachtschiff schon auf 2 runter. Ich könnte das Level jetzt schon beenden, aber ich muss hier auf jeden Fall noch diese Städte da besetzen, weil da die Laborkarte ist. Wenn die Mini-Cannon weg ist, habe ich gewonnen. Und weil ich jetzt genau weiß, dass ich eine Menge Einheiten verloren habe, kommt jetzt nochmal ein kleiner Infantry-Spam. Ja, hier machen wir noch ein Landeboot. Der hier kommt da auch nicht hier ran. Das heißt, da kann ich auch noch ein Landeboot reinhauen. Einfach noch mal mehr Einheiten raushauen. Okay, wir haben die Karte. Dann noch mal Infantry Spam. Für Landeboot habe ich kein Geld mehr. Sei denn, mit Scheunen noch ein paar Einheiten. Aber mehr kann ich, glaube ich, nicht mehr scheunen, ohne dass ich mir jetzt den Victory in der Runde versau. Ich habe dann auch keine Medium Tanks mehr. Okay, dann beenden wir das Level. Es hat eh lang genug gedauert. 52 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht. So. Ein A-Rang, immerhin. Oh, wenn ich die Technik nicht mehr aufgebessert hätte am Schluss, hätte es noch wesentlich schlimmer ausgesehen.